Okay, wir suchen. Wir suchen mal. Oh, guck mal, es ist schon ein Schlüssel da. Also wahrscheinlich ja, ein Secret Exit ist es. Okay, es tut uns leid, aber wir sind gerade nicht zu Hause. Wenn du uns eine Nachricht nach dem Piepton hinterlässt, dann werden wir dir in einem zukünftigen Leben eine Nachricht drauf. Hier, keine Ahnung. Alle Boos haben sich neu gruppiert am geheimen Versteck. Ich habe Bowser gefragt, es zuzuschließen, damit Mario uns es nicht finden wird. Okay. Also es ist ja schon eine sehr eindeutige Botschaft, dass es hier ein Secret Exit gibt. Aber hey, gibt es keine Geister dafür gerade. Das ist auch mal ganz angenehm. Aber ich muss halt überall gucken, ne? Ich muss halt fliegen und so weiter, um zu gucken, was auch da oben ist. Ich meine, wir haben eine geheime Nachricht gefunden, immerhin. Schon durchfliegen. So, was haben wir denn da? Okay, das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht mehr hat, aber... Okay, ich gehe jetzt. Aber hab da auch den Schlüssel nicht mehr, ne? Dann... Sieht schlecht um das Secret Exit aus. Dann haben wir gleich 4 Türen hier. Ein bisschen viel. Also die wirken, als würden sie gar nichts machen. Aber ob das so ist, weiß man natürlich nicht. Okay, alle 4 machen quasi nichts. Aber ich denke mal, es wird ja nicht einfach hier zu Ende sein, sondern ich muss sie in einer bestimmten Reihenfolge oder sowas aktivieren. Ich meine, ich habe irgendwie das normale Exit jetzt gelöst. Interessanterweise. Immerhin bin ich hier nicht so am Feststecken, dass hier gar nichts mehr geht. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie kriege ich das Secret Exit? Weil wir kriegen diesen Schlüssel am Anfang. Das heißt, eigentlich dürfte ich ja gar nicht aus diesem ersten Raum raus, weil dann verschwindet hier mein Schlüssel gleich mit. Das heißt, eigentlich müsste es irgendwo hier sein. Okay. Das ist cool. Ich hab's gar nicht gesehen vorher, aber ja, ich bin einfach reingeflogen. Super. Dann hat sich dieses große Rätselsuchen auch gelöst. Schön, dass es so schnell ging. Also sehr ungewohnt schnell sogar schon. Hier können wir entspannt weitermachen. Und, naja, oh, Kacke. Uns einmal keine Sorgen um ein Secret Exit machen, okay? So. Jetzt haben wir das alles in grün. Es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, dass ich hier Yoshi habe. Und fliegen natürlich auch. Der kann halt die ganzen Monty-Maulwürfe auffuttern, die sich hier mehr in den Weg stellen. Und er kann auf dem Mannschaft laufen. Das ist super. Ja, Moment. Die Macht des Capes lässt mich auch die Situation souverän lösen. Oh, ein silberner Switch. Ja, nehme ich mal. Ich meine, ich muss mir wirklich kaum Sorgen machen an diesem Level. Guckt es euch an. Ich kann hier einfach ganz frei über die Mancha laufen. Okay. Ich kann es nicht mitnehmen, wenn ich Yoshi behalte. Das heißt, hoffen wir mal, ich brauche das gar nicht. Guck mal, das Level ist hier eh vorbei. Alles cool. Also ich glaube, ich habe es mir gerade sehr viel leichter gemacht mit Yoshi. Deswegen alles cool. Das hat sich wahrhaftig gelohnt. So, und weiter. Wieder ohne Secret. Fantastisch. Ich glaube, es wird auch bis zum Schloss keine Secret Exits mehr geben, so wie die Map hier aufgebaut ist. Ja, hat Spaß gemacht. Aber der gute Kollege muss jetzt leider hier bleiben. Und ich muss jetzt wahrscheinlich statt auf dem Yoshi auf dem Maulwurf das Level lösen. Ich meine, das Konzept, auf dem Monty Maulwurf, ne, durch Level zu reiten, habe ich schon in etlichen Hacks gesehen. Aber da wir ja bedenken müssen, dass wir ein Hack von 2003 spielen, war das hier noch wahrscheinlich eine echte Sensation und Neuheit. Einer der ersten, der es gemacht hat, sogar wahrscheinlich.
Okay. Er wartet nicht auf mich. Wir müssen uns ja schon selbst beeilen. Gut. Ich meine, stellt euch mal vor, ich hätte hier Yoshi mitnehmen können. Dann wäre ich einfach wirklich nur durchgerannt und fertig. Aber da hat der Hackersteller zumindest selber geschnallt. Ey, der macht das ganze Level sonst kaputt. Dann bauen wir mal eine Sperre rein, dass man Yoshi gar nicht mitnehmen kann hier. Und das war's. Super. Okay. Ja, war ganz cool das Level. Ich meine, ne, wie gesagt, im Prinzip kenne ich ja mittlerweile, aber ich meine, der Hack, der kam raus, da war ich 9 Jahre alt. Ich glaube, damals hätte ich sowas noch nicht gekannt, wenn ich das da neu gespielt hätte. Ja, es hat immer so lange Ladezeiten zwischen den Leveln. Ich glaube, das liegt echt an diesen Böden, dieser ganzen Grafik hier. Ich glaube, das verlängert die Ladezeit zwischen den Leveln. Naja, aber egal, jetzt haben wir das ganze Ding in Rot mit Lava und Blarks und roten Stachelkäfern, alles passend. Aber ja, ich meine, ich hatte ja, als dieser Hack neu rauskam, noch gar nicht die Möglichkeit, Super Mario World Hacks zu spielen. Geschweige denn, ich glaube auch noch nicht mal, dass ich damals schon wusste, was ein Super Mario World Hack überhaupt ist. Ne? Ich meine, ich hatte damals noch kein PC, ich hatte keinen Super Nintendo Emulator, ich hatte keine Ahnung, wie man eine... Ich hatte keine Ahnung, was eine ROM ist, hatte keine Ahnung, wie man eine ROM patcht. Also, das kam alles so... Ich war 9, sagen wir mal so, es ging so los, vielleicht bei mir so 3 Jahre später vielleicht, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr Plan von hatte. Vielleicht, ne, vielleicht auch 4 Jahre danach. Das ist irgendwas. Aber da das Level kein Secret Exit hat, mache ich mir da eigentlich gerade nicht sehr viel draus. Ich hab so... ich muss hier ein Trampolin haben. Oder... Die macht das Capes, du Drecksack. Ich glaube, ich habe auch mal irgendwann schon mal drüber geredet, aber ich glaube, der erste Hack, der erste richtige Super Mario World Hack, auf den ich hier aufmerksam geworden bin, ist The Second Reality Project von FPI. Ich glaube, der zweite Teil, weil er einen Trailer von dem Hack hochgeladen hat. Doch, es war der zweite Teil. Und der ist ja schon von 2006 gewesen. Da war, glaube ich, das erste Mal, dass ich auf sowas aufmerksam geworden bin, weil der hat das auf, ich glaube, Clipfish oder mein Video. Ich glaube, es war Clipfish hochgeladen. Und ich habe es gesehen und dachte mir, oh mein Gott, das sieht voll cool aus. Aber ich hatte keinen Plan, wie man sowas spielt. Also hat sich das dann einfach auch gar nicht ergeben. So, wieder lange Ladezeit, aber jetzt, okay, wir haben alle Farben einmal durch. Genau, und dann, glaube ich, später habe ich dann gecheckt, wie man... Da habe ich, glaube ich, einer der ersten Hacks, die ich dann gesehen und dann auch selber gespielt habe, weil ich dann gecheckt habe, wie das dann geht, war tatsächlich, glaube ich, diese Mario World Beta, diese nachgebaute. Bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher. Und dann fing meine Passion für Mario World Hacks an, als ich immer gecheckt habe, wie man die spielt. Auf dem ZSNES-Emulator natürlich, damals noch. Dann habe ich halt losgelegt. Ganz viel gespielt davon und dann irgendwann gedacht, ey Mann, das spiele ich doch mal auch auf YouTube. Und ja. Dann habe ich angefangen, den Kram zu machen und irgendwie bis heute nicht damit aufgehört. So, das Level ist langsam. Es hat Slowdowns wie sonst was. Das gefällt mir nicht. Ja, es hört hier langsam auf. So, es flackert auch so ein bisschen die Grafik. Ist nicht ganz perfekt. So, komm schon. Oh nö, ich komme hier gar nicht durch. Scheiße. Tja, ich brauche einen Simmer Switch. Und macht es mir auch wirklich nicht einfach. Tja, dann gehen wir mal zurück und suchen mal. Da braucht man einmal keinen Secret Exit. Und dann hat das Spiel trotzdem irgendwas gefunden, um einen zu verdonnen, hier rumzusuchen. Okay. Gehen wir mal dahin. Ihr merkt, ne? Es läuft langsam. So. Das war einfach nicht optimiert. Ich mach mal den kaputt in der Hoffnung, dass dann weniger los ist. Das ist jetzt ein normaler Switch, aber kein silberner. Ich bräuchte aber einen silbernen.
Ich drückte mal, geh mal hier nach links, guck mal, was da so geht. Wenn überhaupt. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so verkehrt. Ich habe es nur ein bisschen zu spät gemacht. Okay. Zu früh. Nochmal. Aber ja, nee, ich glaube, das ist schon nicht verkehrt. So, dann versuche ich das mal hier abzulegen. Und dann rauf damit und hoch. Vielleicht, ah, da ist er. Okay, und damit können wir ins Ziel. Okay, jetzt haben wir mal gerade kurz keine Slowdowns. Das ist super. Gucken, wie schnell das Spiel auch laufen kann. Aber ich weiß nicht, mit den ganzen Wasser- und Gegnergrafiken und so kommt das Spiel einfach nicht klar. Und dann wird es halt arschlangsam dadurch. Trifft ja zum Glück nicht auf alle Level zu, aber es gibt halt so ein paar einzelne wie das hier. Dann ist das halt nicht so glücklich gelaufen. Okay, dann raus hier. Dann haben wir es endlich. Fantastisch. Gut. Dann haben wir es ja fast geschafft, sage ich mal. Jetzt haben wir nur noch das Schloss vor uns. Gehe ich mal auch natürlich von aus, dass wir da ein Secret Exit haben werden. Sehr stark sogar. Und ja, dann haben wir wahrscheinlich Star World Portal auf der linken Seite. Dann gucken wir mal rein. Ja, ja, ja. Cutscene können wir uns hier sparen. Oh, ich kenne das Level. Das war auch in dem ersten Demo-World-Spiel, was wir gespielt haben. Und da habe ich mich schon drüber abgefuckt, was das für ein Level sein soll. Das war das vierte und letzte Level in dem Spiel. Ihr müsst euch vorstellen, die ersten beiden Level in dem Spiel, es hat vier Level. Und die ersten beiden waren so total cool und entspannt. Und die letzten zwei waren so richtig reingeschissen. Und das war das letzte. Und es hatte kein Ende, dieses Level. Vielleicht kommen wir ja gleich zu der Stelle, die ich auch meine. Boah, komm schon. Ich versuche ja wirklich frame-perfekt anzukommen. Weil ich meine, guckt euch das mal an. Ich check nicht, was ich hier machen soll. Was mache ich hier falsch? Wie komme ich darüber? So, das geht hoch und dann geht's wieder runter. Also, so viel kann ich hier gar nicht machen. Okay, und wenn ich es ohne Power-Ups mache, ja, dann geht's. Ja, super, aber ich will ja nicht ohne Power-Ups hier durch. Ach, muss ich aber wahrscheinlich. Ich glaube, das werde ich wohl müssen. Boah, das Level ist echt zum Kotzen. Ja, und wir spielen es jetzt irgendwie zum zweiten Mal. Ich kann mich jetzt nicht mehr 1:1 an genau alles ändern aus dem Level. Weil ich glaube, dieses Problem, dass ich da nicht durchkam, hatte ich nicht. Vielleicht hat er es nochmal etwas umgebaut, aber das Levelkonzept ist schon das gleiche. Aber vielleicht ist es auch wirklich ganz genau nachgebaut. So, ich lasse es nochmal runterkommen, damit es dann wieder hoch kann. Und ich dann gleich mit. So, aber in dem Level von damals, sage ich mal, habe ich kein Secret Exit gefunden. Ich habe nicht mal, wenn ich mal ehrlich bin, einen Normal Exit gefunden. Okay, was, wenn ich jetzt hier sterbe? Ich meine, ich habe einen Checkpoint gesammelt. Was dann? Dann lande ich hier hinter. Ah, okay. Weil, es ist jetzt natürlich ein bisschen schwer, euch zu zeigen, aber wenn man statt den Checkpoint zu nehmen, rechts weiterläuft, dann kommt man vor einem riesigen Lavapool. Und das ist der hier. Und dann kommt man hier nicht weiter. Aber jetzt hat mich das Spiel, dadurch, dass ich den Checkpoint genommen habe, auf der anderen Seite rausgebracht. Und, okay, das hätte ich schaffen können. Und, das habe ich beim Demo World 1 spielen nicht geschafft. Also ich wusste nicht, ich weiß auch bis jetzt nicht, ob das auch wirklich da auch so funktioniert. Aber ich kam da nicht weiter. Dann habe ich mitten am Level aufgehört und war so, okay, das war's. Mehr geht ja wohl nicht. Okay, da kann ich, glaube ich, aber schon hoch. Moment. Ach so, ich sterbe hier. Ist ja lustig. Hat es irgendeinen tieferen Sinn, dass ich hier oben bin?
Ich suche immer noch nach einem Secret Exit. Und dann sowas. Ein Peacewatch, alles klar. Hier hoch? Ja, ich kann nicht fliegen. Was soll ich denn machen? Moment, kann ich ein paar Münzen überlassen? Aber die verschwinden doch auch, oder? Ich komme ja nicht mal ohne irgendwas. Ich komme ja auch so nicht weiter. Moment. Irgendwas ergibt doch hier gar keinen Sinn. Ich meine, ich komme so oder so nicht weiter. Also selbst wenn ich nicht diesen Weg da gehen würde, würde ich es nicht weiter schaffen. Aber auch da komme ich nicht hin. Auch wenn das Spiel sagt, geh da hoch. Gibt es aber kein Hoch für mich. Okay. So, dann versuche ich mal zurückzugehen. Kann ich wirklich nicht hier hoch? Also ich meine, ich habe es ja gerade probiert, aber ich sterbe ja da. Jetzt nicht mehr. Das ist die Bosstür. Okay, dann ist das schon mal dafür. Oder? Jetzt frage ich mich aber selber. Oder was? Ich würde doch niemals von hier dorthin zurück können. Jedenfalls nicht ohne Cape. Okay, machen wir Folgendes. Wir rewinden das. Ihr seht hier kein Schlüsselloch oder so, oder? Dann machen wir Folgendes. Wir machen erstmal den Boss so. Und dann gehe ich noch ein weiteres Mal hier rein. Das Level ist richtig zum Kotzen. Wirklich. War es auch schon in der anderen Demo-World-Version und ist hier eigentlich genauso scheiße. Oh, ich hoffe, du springst jetzt nicht zu weit aus dem Bild. Ja, doch, genau das tust du. Ja, okay. Ich meine, das ist immer noch ein uneditierter Mario World Boss. Also der sollte jetzt kein Problem für mich eigentlich darstellen. So. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Ich werde jetzt nochmal hier reingehen. Und werde mir versuchen, dann ein Cape zu organisieren. Nach dem Checkpoint. Und gucken, ob ich dann irgendwelche Möglichkeiten habe. Weil ich kann ja nicht... Und tschüss. Ja. Toll. Ich kann ja nicht in das Level so reingehen und mein Cape behalten, weil er diese eine Stelle kommt, wo es dann viel zu eng dafür wird. Das heißt, ich müsste zum Checkpoint hin und mir nach dem Checkpoint dann in dem Itemhaus welche holen und gucken, ob es dann irgendwie möglich ist, da was zu machen. Und das werde ich jetzt mal probieren. Das ist mal wieder scheiße kompliziert, aber so ist dieses Spiel nun mal. Nichts wird hier einfach gelassen. Wenn man die theoretische Möglichkeit hat, etwas unnötig zu verkomplizieren, dann wird es auch gemacht. So ist Demo World. Ich habe es falsch gemacht. Ja, ich habe es falsch gemacht. Ich hätte nämlich hier lang gemusst. Ich hoffe, jetzt reicht das noch. Ja, ne? Doch, doch. Ja, ein bisschen zu früh. Gut. Ach, ich brauche den Pilz. Eine Sekunde. Sonst kann ich nicht dahin. Ich muss dahin spinjumpen. Also die Steine kaputt machen. Das meine ich. Sonst geht das nicht. Und dafür muss ich jetzt gegen großer Mario gerade sein. Als kleiner Mario kann man das ja nicht. So,
Das heißt, jeder Schritt muss hier perfekt geplant sein. So, und das ist das, was ich meine. Sekunde, ich jump mal hier mal kurz nicht, sondern gehe hier rüber und zeige euch, was ich meine. Weil hier ist diese Stelle, wo man nicht weiterkommt. Da bin ich schon beim ersten Mal hängen geblieben. Dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was hier geht. So, wie gesagt, wahrscheinlich wird das bei dem ersten Demo wohl auch nicht anders gewesen sein. Aber was weiß ich denn? Das ist auch wirklich sehr ungewöhnlich und unkonventionell, dass man sterben muss, um weiterzukommen. Ja, weil das spawnt mich dann auf die andere Seite und ja, dann kann man weiter, sonst halt nicht. Kommt man halt nicht drauf. Warum sollte man auch so um die Ecke denken? Das ist nicht, wie Mario eigentlich funktionieren sollte. So, dann hole ich mir mal zwei Capes. Und dann probiere ich es weiter. Und hoffe, dass das Cape jetzt einen Unterschied hier macht. Weil auch hier, ich weiß ja zumindest, wie ich an den Schlüssel komme. Ich fliege mal zum Spaß darüber. Kann ich gar nicht mal, ne? Okay, dann fliege ich mal zum Spaß nicht darüber. Aber mal gucken, ob ich jetzt hier einen Unterschied machen kann. Ich mach mal das nochmal mit dem P-Switch. So, weil wenn ich den jetzt drücke, jetzt ist mir natürlich die Feuerblume im Weg. Ich könnte jetzt hier, ne? Aber das, also das Spiel zeigt mir da einen Pfeil nach oben. Aber ich, ne? Es hat nichts damit direkt zu tun. Es hat wohl wirklich damit zu tun, dass ich von der anderen Seite, von der Decke laufen muss. So wie ich es eben auch gemacht habe. Das heißt, wir machen das mal genauso weiter. Aber auch hier frage ich mich, wo ist dann das Schlüsselloch, bitte? Vielleicht ist es ja auch oben versteckt, dass man es nicht sehen kann. Ich kann ja von hier nicht auf die linke Seite, sondern nur rechts entlang. Jetzt muss ich das nur irgendwie schaffen, ohne mich treffen zu lassen. Ich glaube, das geht, wenn das Ding unten ist. Da genauso, es müsste unten sein. So, dann kann ich hier... Ja, jetzt habe ich es ein bisschen verkackt. Selbst wenn ich jetzt hier das Ding drücke, nee, es bringt jetzt nichts mehr. Ich muss schon da landen und das drücken dann. Sonst kann ich nichts anderes machen. Ja, und dann gucken, wohin damit, ne? Jetzt kann ich auch hier wahrscheinlich wieder runter. So, ich weiß nicht, wie viel mir dieser Pfeil bringt. Aber jetzt gucken wir mal, was ich mit dem Schlüssel halt kann. Ich hoffe halt, dass das Ding oben ist. Und dass hier, ne, irgendwo ein cooles Schlüsselloch auf mich wartet. Bitte ja. Leider nein. Oder, oh, ich kann doch hier hin. Es hat funktioniert! Es hat funktioniert. Ich konnte doch nach links. Alles klar. Ja, sonst noch Fragen? Das war das Secret Exit von dem Level. Ich bin stolz, dass ich es rausgefunden habe. War zum Kotzen, aber jetzt haben wir das Level hinter uns. Das war das letzte Level, glaube ich, aus dem originalen Demo World, welches es in diesen Hack reingeschafft hat. Jetzt haben wir hier diese Wolkenwelt, die aber die Musik von der Forest-Welt aus Mario World hat. Und hier spielen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Ciao.